so ist es eben. Seit wann haben wir eigentlich einen Seraora? Ich habe nicht gesehen, dass wir einen Seraora haben. Der hat zuletzt nochmal gewechselt, ne? Muss viel mehr um Objectives spielen, vor allem um Kamalm. Ja, Digga, wie gesagt. Ich war auf Rotom fokussiert und wir haben einfach jeden fucking Fight verloren, so gefühlt. Naja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich meine, ich habe schon early den gegnerischen Dingens rausgenommen, so. Aber zu Kamalm kamen wir dann gar nicht mehr. Aber das Game war sowieso eigentlich für den Arsch, weil... Ja, ist auch scheiß drauf. Das Game davor auch. Relaxo zusammen mit Kotimi. Und jetzt schon wieder, keine Ahnung, ersten Teamfight verloren. So, wie funktioniert das? Bro, du musst nur in der Base stehen und A drücken. Das ist alles, was du tun. Das ist alles, was du literally tun musst, bis der Jungler kommt. Weißt du, weil die sind auch immer zu dritt. Schau, hier. Ja gut, vielleicht wurden sie zu dritt weggegankt. Das kann gut sein. Scheiß drauf. So. Noch ein Level, dann sind wir Libalo. Und dann geht es hier erst richtig los. Boom. Wie konnte der jetzt abgeben, Mann? Ich stehe da und drück fucking Tasten und der kann abgeben. Gut, wahrscheinlich hat er ja nur einen Punkt gehabt oder so. Schon wieder insane, ne? Wie schnell die wieder respawned sind. Oh shit, das wollte ich nicht. Alla present, grüß dich. Christi, Christi. Ja, Top Lane ist halt gar niemand, ne? Holy shit, Mann. Holy shit. Bro, what are you doing? Warum ist jetzt oben gar niemand? Oh, Digga. Hey, Present, grüß dich, Mann. Und vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Oh mein Gott. Alter, ich rast aus in diesem Spiel, Mann. Warum zum Fick macht er seine... die Skills nie? So, okay. Die sind halt wieder zu dritt unten. Pikachu geht mir echt auf den Sack, Mann. Der macht richtig stabilen Damage. Und Insta-Death, Digga. Oh, Junge, 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 Junge. Please, Knuddeluff. Please, verteidige einfach. Och Gott. Ich habe ihm extra noch einen Griffel gelassen, damit er leveln kann. Okay.
Gehen die für Kamallen? Haben die irgendwie einen Plan? Machen die irgendwas da vorne? Oder... I don't know. Sag mal, warum spielst du mit Randoms? Naja, ich habe halt kein festes Team und da bleibt mir halt mehr oder weniger fast nichts anderes übrig, ne? Sorry, ich guck gleich in den, Chat, Guys. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich mal wieder 40 Punkte habe. Ich schwör's dir, wenn jetzt irgendein Sauhund um die Ecke kommt, Mann. Danke. So, Pikachu, hat nicht ganz so gut funktioniert, wie du wolltest, ne? Okay. Wenn wir den Teamfight gewinnen, können wir Insta danken. Aber das sieht nicht so aus. Guckt euch das an. Ich war full life, hab den weggeultet. Der war komplett am Arsch. Ich hab die ganze Zeit auf den drauf gedrückt. Niemanden gejuckt. Hat niemanden gejuckt, Digga. Schmeckt. Schmeckt. Ich sehe schon lieber nur guter Geschmack. Ja, ich wurde, ich habe mal einen Lieberloh im Gegnerteam gehabt und seit da... Oh, natürlich komme ich genau wieder nicht hin. Ja, das war klar. Ich habe einen Lieberloh im Gegnerteam gehabt und fand das crazy. Und habe mir dann gedacht, ey, ich muss auch mal Lieberloh ausprobieren. Ey, aber Guys, könnt ihr mir wirklich for real sagen, warum ich als Jungler der einzige bin, der auf der Top-Lane ist gerade? Also seit fucking 10 Minuten? Jetzt will wieder jemand aufgeben, Junge. Oh Gott. Knackrack. Du bist ein Huhn, Alter. No joke. Warum kommst du auf die Lane, wenn du siehst, dass ich 50 Punkte habe, um dann einfach abzuhauen, wenn ein Teamfight stattfindet? Und jetzt gehst du alleine nach vorne und stirbst gleich. Du wirst gleich sterben. Please, lasst uns jetzt einfach dieses Bastardending weghauen. Danke. Nein, Knuddeluff! Tu mir das nicht an, Mann! Ich habe keinen einzigen fucking Punkt abgegeben in diesem Spiel. Ich carry das ganze fucking Team. Das ganze Team habe ich gecarried. Ich als Jungler. Und dann kommt ein Knuddeluff Pisskopf, Digga. Und denkt sich so, ja moin, ich gebe lieber 10 Punkte ab. Mach den Point zu und lass die 100 Punkte einfach mal. Ist egal, wir brauchen keine 100 Punkte. Die ganze Zeit war dieses Hurensohn-Knuddeluff auf der Bottomlane. Die ganze Zeit hat niemanden gejuckt, die Toplane. Niemanden. Gar niemanden. Es hat niemanden gejuckt. Und jetzt, wo ich 50 Punkte habe. Fuck me, Bro. Nein, 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 nein. Boom. Du Sau. Ja, hätte ich die 100 Punkte vorhin abgeben können, hätten wir jetzt easy gewonnen. Aber jetzt verlieren wir wieder. Digga.
Ja gut, 100 Punkte mehr hätten auch keinen Unterschied gemacht. Wir hätten trotzdem verloren. Alter, was ein Schmutzteam, Mann. Holy shit, sind die Leute bad in diesem Game. Bro. Hätte ich den Huni abgegeben, hätte ich 250 Punkte gehabt. Schaut euch mal... Ach komm, halt einfach dein Maul, Digga. Halt einfach dein Maul. Der Tilt ist einfach real. Alter, der Tilt ist real in diesem Game, Mann. Holy shit.